Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Crystal Isles. Und ja, in der letzten Folge haben wir es ja geschafft, einen Crystal Wyvern sogar zwei zu zähmen. Ein dritter ist noch dazugekommen. Ah, ihr seht es jetzt gerade nicht. Auch ein ziemlich schöner. Ah, die Farbe sieht jetzt halt hier in der Dämmerung nicht ganz so gut aus, aber der ist eigentlich knallgelb und ein bisschen blau. Hat auch ein ziemlich hohes Level gehabt, aber jetzt wird es dunkel, dazu regnet es. Sehr gut, das perfekte Wetter, wenn ich wieder am Zocken bin. So, ja, was ist seit der letzten Folge geschehen? Es ist einiges geschehen. Ich habe ein bisschen Zeit mir genommen dazwischen. Wir können mal hier in unseren Wyvern reingucken. Ich habe Zeug vorgecraftet. Ja, wir wollen uns ja eine neue Base bauen, irgendwo landeinwärts, damit wir ein bisschen zentraler gelegen sind. Dafür habe ich das ganze Zeug vorbereitet. Wir haben auch hier in der Base. Ah ne, halt, das habe ich ja hier rein. Auch einiges, auch neue Ausrüstung, die. Ne, die lasse ich erstmal, die nehmen wir für die nächste Folge. Ja, auf jeden Fall, ich habe einiges vorbereitet, einiges gefarmt. Wir haben jede Menge neues Zeug. Und ich habe mir für diese Folge überlegt, so, ja, Base-Spot. Müssen wir erstmal suchen, einen guten. Ich will jetzt ungern hier einfach losziehen und random irgendwas als Spot nehmen, was mir am Ende vielleicht gar nicht gefällt. Und ja, wir brauchen jetzt Steinstrukturen und generell jede Menge an Stein, Metall, Feuerstein und so Zeug. Deswegen habe ich mir gedacht, so komm, wir schwingen uns mal auf den Crystal Wyvern und halt nach einem neuen Spot Ausschau und suchen in der Zeit auch einen Ankylo. Den brauchen wir. Wir brauchen jetzt eh generell mehr Farmtiere. Das wird jetzt alles zu viel an Material, als dass ich das noch mit der Hand farmen könnte. Ich habe mir hier auch einen kleinen Käfig gebaut. Ja, den will ich bis hierher schaffen. Ist sicherer. Ich muss ihn eh so oder so rüber schaffen. Von daher kann ich ihn auch ungezähmt direkt hierher holen. Und wir fliegen einfach mal los. So, direkt mit der neuen Crystal Wyvern. Dann kann die auch ein bisschen leveln. Die ist zwar im Level ein bisschen höher gewesen als die erste Wyvern, die wir hatten. Dafür sind die Stats ziemlich scheiße gewesen. Ich habe jetzt noch ein bisschen gelevelt, deswegen sind die höher. Aber im Endeffekt, unsere erste Wyvern war immer noch die bessere Wahl. Aber okay, es wird nicht die letzte sein. So, ich mache noch mal kurz eine kleine Landung. Ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt genau fliegen sollte. So, okay, da geht's ins Wüstengebiet. Da könnten wir mal einen ganz kleinen Abstecher kurz hin machen. Ich würde nämlich gerne mal gucken, ob der... Ah, habe ich das überhaupt in der Aufnahme gezeigt? Wenn ich es nicht gezeigt haben sollte, ich habe da einen Quetzal gefunden. Da wollte ich jetzt nochmal hinfliegen, gucken, ob der vielleicht noch hier irgendwo rumkreist. Kann ja gut möglich sein. Und mir dann mal sein Level angucken. Wenn es ein Low-Level ist, würde ich mir den auch direkt vielleicht versuchen zu zähmen. Na, wir haben natürlich jetzt keine Entehaken dabei. Gut, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber zumindest mal gucken, ob der noch hier in der Nähe irgendwo rumfliegt. Ich muss auch auf die Stamina achten, dass, wenn man mit der anderen Wyvern unterwegs war, ist man ein bisschen mehr Luxus gewöhnt. Bei der hier jetzt nicht ganz so viel. Aber okay, solange wir nicht kämpfen, ist es auch nicht so schlimm. Okay, wir sind jetzt halb in der Wüste schon drinne und ich friere. Ah, jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, ich würde ganz kurz warten, bis es wieder hell ist. Ansonsten sehen wir hier nicht allzu viel. Nicht, dass wir hier die verpassen. So, es wird langsam wieder hell hier. Und da ist auch schon einer. Sehr gut. Das ist aber, glaube ich, ein anderer als das letzte Mal. Level 20. Okay. Habe ich mir... Na, ich habe mir die Grappling Hooks nicht eingepackt. Okay, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Hier sind Krokodile. Die habe ich jetzt nicht so Lust. Oh! Snake, was machst du hier oben?
Oh, da unten ist auch ein Basilisk. Sehr schön. Ich falte mich mal auf Passiv. Dann würde ich eins gerne austesten. Ah, wir können sogar auf dem hier stehen. Oder? Wir testen es einfach mal. Ja. So, okay. Ich gehe jetzt mal Risiko. Ah, der fliegt halt auch immer weiter, wenn wir... So, Leute, was ist das hier? Okay, ich wollte gerade eigentlich anfangen, den Quetz zu zähmen. Oh, ein Schwein. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Naja, gut. Okay, das Schwein ist down. Jetzt gucken wir uns mal an, was das hier ist. Ah, wir können hier Element herstellen. Das ist auch gut zu wissen. So, gut zu wissen wäre jetzt auch, wo der Quetzin ist. Ah, über mir. Das müssten wir nur noch treffen. Hä, was war das? Also irgendwie sind die Nachladebugs hier ein bisschen beschissen. Treff den halt nicht. Okay, sobald ich absteige, landet die Wyvern. Das ist nicht gut. So, müssen wir es mal anders versuchen. Vielleicht lassen wir es auch ganz erstmal. Oh, da hinten ist ein Newty. Treffe ich den nicht? Na gut, wir verschwenden jetzt Munition. Das ist... Das macht hier keinen Sinn. Oh, da unten sind Griffins. Die gibt es hier auch. Krass. Okay, wir haben hier eigentlich... in der Nähe schon fast alles, was wir brauchen. Was wir uns so wünschen. Was ist das hier? Ah, wahrscheinlich Knochenskelett. Na gut, merken wir das mal vor uns. Da ist noch einer, krass. Du bist Level auch 20. Das ist, glaube ich, der, den wir das letzte Mal gesehen haben. Und noch einer. Alter, wollt ihr mich verarschen? 135, okay, den hätte ich gerne. Aber okay, ist jetzt nicht drinnen. Wir verfolgen einfach mal unseren eigentlichen Plan und versuchen uns jetzt hier erstmal ein Ankylo zu holen. Irgendwo. Okay, wir betreten auch gleich ein neues Gebiet. Sieht schon ganz nice aus, ruckelt aber wie die Hölle gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Aufnahme später seht, aber ja, da geht es schon hier ganz schön ab. Aber jetzt geht's. Okay, jetzt hat es nachgeladen, so wie es aussieht. Okay. Das hier sieht schon ganz relativ vielversprechend aus. Also eventuell könnten wir hier einen finden. Boah, das ist so ein bisschen Lava-Gebiet, habe ich das Gefühl. Oh ja, sowas wie ein Vulkan ist das hier.
Dann müssen wir mal schnell wieder weg, ansonsten verbrennen wir hier mit unserer jetzigen Ausrüstung. Ich glaube hier. Oh, da sind Phönixe. Krass, alles Tiere, die ich noch nie vorher gezähmt habe, weil ich nie die DLCs gespielt habe. Müssten wir doch eigentlich hier irgendwo auch einen Ankylo finden. Ah, da unten haben wir Ankylos. Die gerade auch übelst von ein paar Schweinchen angegriffen werden. Ah, hier sind noch mehr. So, dann checken wir erstmal aus, was ihr so für Level habt. Shadow Gem hochleveligen. So, 20 und. Ja, 20. Was warst du? 15. Okay, nichts Interessantes dabei. Okay, also hier in dem Gebiet finden wir eigentlich einiges Interessantes, was wir so brauchen. Beziehungsweise brauchen könnten. Wir clearen hier erstmal die useless Ankylos. So, dann gehen wir jetzt hier mal im Laufschritt vorwärts. Ich habe keinen Bock zu fliegen, weil der fliegt irgendwie immer über das Ziel hinaus. Ich glaube, die Ankylos sind schon down. Ah, das sind 7-Zahn-Tiger. Also selbst wenn ich jetzt hier vorgehabt hätte, in der Gegend hier irgendwas zu zähmen, hätten wir da nicht allzu viel Erfolg, glaube ich, auf Dauer. Das ist schon ziemlich feindselig hier, so wie es aussieht. Und ja, die zwei anderen Ankylos, die ich gesehen habe, die sind scheinbar auch schon tot. Und da lebt noch einer. Oh, der hat ein gutes Level. 140. Hat auf jeden Fall viel ausgehalten. So, gehen wir erstmal hier ein paar Level-Ups. Ausdauer und auf Leben, wenn nicht schlecht. So, wir haben Steinschleuder. Nichts Interessantes haben wir hier gefunden. Na gut, ein bisschen Leder und so Zeug kann man ja alles gebrauchen, Fleisch auch. So, aber das, was wir eigentlich brauchen, finden wir jetzt gerade nicht. Ist da hinten einer? Was bist du? Ah ne, das ist ein Felsen. Okay, dann fliegen wir einfach mal hier ein bisschen drüber. Heute brauchen wir nicht. Ah, hier kriegen wir auch ordentlich Metall. Ja, das würde ich sogar mit jetzt direkt mal farmen. So, jetzt mal gucken, ob hier auch jetzt. Ja, da oben kommen sie schon. Die Sabertooths, ne, die Wölfe, die ich angehittet habe. Oh, sind ein paar. Oh, die hauen ganz schön rein. So, okay. Ah, da ist noch einer. Den sollte ich auch platt machen. So, jetzt sind wir safe, oder? Ja, sieht gut aus. Wir haben zwar jetzt schon einiges an Metall in der Base, aber noch keine hier von diesen super guten Metallspots. Deswegen nehme ich mir einfach mal prophylaktisch was mit. Wow! Oh, hast du mich erschreckt, du Mistvieh! Scheiße! Da fahrt man und denkt da nichts Böses und da kommt auf einmal so einer angejumpt.
Okay, aber wir haben auch unsere Wyvern hier auf Passiv stehen, sonst hätte die jetzt mir hier geholfen. Was hast du? Ah, Federn, die können wir gebrauchen. Damit wir auch irgendwann ins Winterbiom können und schon Pelzrüstung am Start haben. So, okay, wir haben jetzt von diesem Spot hier einiges an Metall mitgenommen. Fast 1500 und wir können hier sogar unseren Wyvern noch ein bisschen leveln. Das machen wir auch direkt. Vielleicht auch ein bisschen Force feeden. Na, wobei, ist jetzt nicht so arg wichtig. Ich würde jetzt gerne erstmal hier irgendwo einen Ankylo finden. Ja, da sind schon Mammuts. Aber eventuell würde ich hier in dieser Umgebung hier auch meine erste Base aufbauen. Ich meine, das ist noch keine vollwertige Base. Die machen wir erst später. Ich würde nur gerne erstmal einen Spot haben, wo wir auch relativ, ja, zentral sind, wo wir auch einiges erreichen können. Und da eignet sich das hier ganz gut. Dann haben wir auch nämlich die Griffins und die Phönixe in der Nähe, die jetzt gar nicht so schlecht sind für also zum Zähmen. Also beziehungsweise die würde ich jetzt gerne am liebsten direkt zähmen. Okay, was haben wir denn jetzt eigentlich an Pelz überhaupt schon? Was ist das hier? Ah, Harz. Ah, 118 Pelz, das ist eigentlich schon ziemlich nice. So, aber immer noch nicht das gefunden, was ich eigentlich haben will. Tabisse, Mammuts. Ich glaube, wir müssen schon so ein bisschen wieder da zurück ins heiße Gebiet, um Ankylos jetzt auf die Schnelle zu finden. Ich will ja auch kein Low-Level-Ankylo. Oh, was bist du für ein Hübscher? Der sieht ja geil aus mit den Flügeln. Du bist kein Level 20er. Schade. Oh, hier ist Obsidian. Das würde ich mir jetzt mal mitnehmen. Das können wir auch brauchen. Was wir haben, haben wir. Aber da hinten sind auch noch zwei Raptoren, die mache ich erstmal platt. Eventuell den Mount nehme ich jetzt nicht hier ab. Von dem Großen. Sieht gut aus. Okay, wunderbar. Ich glaube, mit der Spitzhacke war das am besten. Jo. Perfekt. Naja, gewohnheitstypisch kriegt man da nicht viel raus. Naja, gut. Zumindest haben wir ein bisschen. Das reicht schon mal. Also reicht nicht, aber wir müssen mit leben. Ah, hier ist noch mehr. Oh. Habe ich dich jetzt gehauen? Nee. Okay, das ist sehr gut. Solange dein Fuß genauso groß wie ich ist, würde ich dich ungern hauen. So. Ja, wir nehmen mal ein bisschen mit. Okay, also auf jeden Fall, die Tour lohnt sich. Wir leveln ein bisschen unsere Wyvern, wir holen Material, was wir sonst in unserer jetzigen Umgebung noch nicht bekommen würden. Also von daher Win-Win-Situation, kann sich keiner beschweren. So, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mal hier langsam gucken, ob ich einen
Akülo findet, der es wert ist, gezähmt zu werden. Vielleicht da oben. Boah, sieht das krass aus. Okay, also nice. Auf jeden Fall derbsten Respekt an den Entwickler dieser Mod. Der hat echt Mühe gegeben. Gut, die Frage ist jetzt, wie man hier hochkommen sollte, als Normalsterblicher ohne Flugtier. Aber okay, das ist schon geil gemacht. Was ist das hier? Ein fliegender Felsbrocken. Okay. Der fliegt hier einfach mal durch die Luft. Ich sehe halt auch nichts durch die ganzen Bäume, was hier so gibt. Okay, hier oben finden wir keinen Ankylo. Ich begebe mich wieder runter ins heiße Gebiet, am besten hier in der Nähe vom Vulkan oder was das sein soll. Ich denke mal, da haben wir am meisten Glück. Hier unten vielleicht auch. Da ist eine offene Fläche, da haben wir vielleicht ein bisschen Überblick mehr. Ich will halt in dieser Folge unbedingt einen Ankylo mitnehmen. Hallo, Ankylo, wo bist du? Oh, sehr gut. Hier haben wir welche. Einen 95er, 130er. Den nehmen wir. So. Dich haben wir gecrappt. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, wo es hier zur Base zurückgeht. Diese Richtung. Okay, wunderbar. Wir haben genug Ausdauer. Das müsste passen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den 130er erwischt. Das wäre jetzt ein bisschen blöde, aber okay, der andere war 90. Also es wäre jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir dich erstmal zur Base zurückschaffen. Okay, die Base haben wir erreicht. Safe. Jetzt kommst du drauf an, auch zielgenau zu den abzuwerfen. Und? Ja, er ist drinne. Wunderbar. Okay, ab jetzt ist es easy. Ich muss nur dran denken, hier meine ganzen Dinos auch auf Passiv zu pfeifen. Nicht, dass die jetzt hier gleich angreifen. So. Also, alles hier im Blickfeld, bitte einmal. Wo ist es? Hier. Halt, nein. Hier. Passiv. Und nicht folgen. Wie verwirrt ist Pack? So, gut, dann gehen wir mal ins Betäuben. 130, ja, wir haben den richtigen. Yes, er liegt. Der Ankylo ist down. Sehr schön. So, okay, das wird jetzt im Moment dauern. In der Zeit werde ich jetzt mal hier meinen Wyvern ausladen. Wir den Ankylo jetzt lang genug warten lassen. Er hat zwar nicht allzu viel Hunger verloren. Aber ich packe ihm trotzdem mal ein paar Mejo-Bären schon mal rein. Wir haben leider noch keinen Kibbel momentan. Deswegen muss ich es damit erledigen. Okay, er frisst schon mal ganz gut, aber ich glaube, das wird nicht allzu lange anhalten. Momentan machen wir 64 Level plus. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, Story ist ein kleiner Moment. Ich glaube, Narkosemittel brauchen wir für den nicht. Das kann ich mal wieder zurücklegen. So, was haben wir eigentlich an Narkosemittel mittlerweile? Hier 650 sind hier drin. Und was war hier? Fast 800. Ja, okay, das kann sich sehen lassen. Das reicht erstmal. Und hier den packen wir jetzt mal wieder in der Gruppe. Das stört mich, wenn die hier alle kreuz und quer irgendwo verteilt sind. So, dann geht es wieder zum Ankylo. Gucken, wie es dem jetzt geht. Oh, über die Hälfte schon. Okay, das geht doch relativ flott.
Und wir haben es geschafft, ein Ankylo zu sehen. Ich wollte gerade den Gamma hochstellen. Okay. Wie nennen wir den Guten? Ich würde sagen, es ist männlich. Ja, mir fällt nichts ein. Wir nennen ihn Anki. Ja, das auch. Jawohl, wird richtig geschrieben. Sehr schön. So, jetzt erstmal hier das weg. Jetzt brauchen wir auch kein Gamma mehr. Wir haben Level 194. Mal schauen, was der für Stats hat. Bewegung 135 ist schon mal wichtig. Gewicht 365. Ja, kann man noch was dran ändern. Ja, gut. Ja, die Stats gehen soweit in Ordnung für ein Farmtier. Finde ich ganz okay. So, dann reißen wir mal hier jetzt die Wand ein und hoffen, dass der hier rauskommt. Ah, komm, du passt da doch locker durch. So, jetzt komm. Beweg dich. Sehr schön. Wir haben endlich unseren Steinfarmer. Jetzt fehlen nur noch Holz, Stroh und Fasern. Das meiste können wir eigentlich mit dem Terrazino ausgleichen, wenn wir mal einen haben. Da haben wir auch einen guten Kampfdino. Aber, ja, Leute, es ist jetzt dunkel bei uns. Es ist Nacht. Es regnet wie immer eigentlich. Irgendwie, es regnet hier auf dieser Map andauernd. Naja, gut. Es ist dunkel, wie gesagt. Es ist Nacht und wir verabschieden uns, beziehungsweise ich verabschiede mich jetzt für diese Folge von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch immer Daumen nach oben, lasst mir einen Klick auf den Abo-Button hier da. Schaut euch diese zwei Videos an, teilt sie mit euren Freunden, klingelt das Glöckchen hier unten irgendwo, keine Ahnung wo. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ark Crystal Isles. Bis dahin, Leute. Ciao, macht's gut, euer Gaming Beast.